Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Mit dieser Frage, formuliert auf einem Buchcover, begann im Jahr 2007 die erfolgreiche philosophische Reise eines gewissen Richard David Precht. Wer bin ich? Ich bin Philipp Kovtsche. Ich freue mich, in dieser Saison 2023-2024 regelmäßig hier im Kultur- und Kaffeehaus Unternehmen Mitte in Basel mit Zeitgenossen aus Wirtschaft, Politik und Kultur im Gespräch zu sein. Und ich freue mich, heute Abend hier ungefähr eine Stunde im Gespräch zu sein mit dem besagten Autor besagten Buches, nämlich mit dem Autor, Philosophen und einem der profiliertesten Publizisten und Intellektuellen im deutschsprachigen Raum, Richard David Precht. Herzlich willkommen, Herr Precht. Für den heutigen Abend haben wir uns vorgenommen, den Titel Freiheit für alle als Sprungbrett, nein, nicht für alle Themen zu nutzen, aber doch für einige Themen, die damit, mit dieser Forderung, mit dieser polemischen, zugespitzten Forderung Freiheit für alle zu tun haben. Und Freiheit für alle ist nicht zuletzt der Titel eines Buches von Richard David Precht gewesen, was jüngst als Taschenbuch, glaube ich, auch erschienen ist und was sich mit der Zukunft der Arbeitswelt beschäftigt. Nun könnte man ja zunächst fragen, Arbeit und Freiheit, was hat das damit auf sich? Erleben wir nicht Arbeit eher als Pflicht, als Zwang? Genau das wäre die Eröffnungsfrage, die ich an Herrn Precht richten wollen würde. Wie kommt ein Titel Freiheit für alle auf ein Buch, das sich mit der Zukunft der Arbeit befasst? Also erstmal freue ich mich sehr darüber, mich mit Ihnen unterhalten zu können, denn ich habe in dem besagten Buch sehr viel von dem profitiert, was Philipp Kovtsche über das Grundeinkommen gedacht und geschrieben hat. Das möchte ich mal als erstes vorausschicken. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum ich überhaupt hier bin. Der zweite Grund ist selbstverständlich Sie, aber Sie konnte ich ja noch nicht kennen. Dann möchte ich dazu sagen, ob das, ja, die Arbeit und die Freiheit passen nicht zusammen. Da ist natürlich auf den ersten Blick was dran. Ja, wenn es sich nach Freiheit anfühlt und Spaß macht, ist es keine Arbeit. Ja, Arbeit ist eigentlich definiert schon, wenn man sich den Ursprung des Wortes anguckt, das mittelhochdeutsche Arbeit als Plage, Plackerei, Mühsal und Ärger. Und alles das, was wir tun und das Gefühl haben, wir kommen selber darin vor und wir machen das, was wir machen, gerne und wir machen das, was wir machen, freiwillig, ist eigentlich mit dem deutschen Begriff Arbeit ohnehin ausgesprochen schlecht umschrieben. Wir können ja nachher mal ausleuchten, wie es dann trotzdem dazu gekommen ist. Der Titel und auch grafisch, die Älteren werden sich erinnern, wenn sie sich das Buch angucken und dann ist da so in so Schrift verwischt, in geschriebener Schrift steht da drüber Freiheit für alle und da unten drunter ist das Buch türkis, dann ist das fast so etwas wie eine Neuauflage, auch grafisch optisch, des Buches Wohlstand für alle. Ja, das Ludwig Erhard 1957 veröffentlicht hat. Wohlstand für alle enthielt für die Bundesrepublik Deutschland von ikonografischem Format das Versprechen, dass die soziale Marktwirtschaft niemanden zurücklässt und dazu führt, dass die gesamte deutsche Bevölkerung quasi ohne Ausnahmen, sofern sie willig und tüchtig ist, zu Wohlstand gelangen könnte. Und das habe ich aufgegriffen und gesagt, wenn wir jetzt ins zweite Maschinenzeitalter eingehen, dann ist quasi die Prophezeiung dieses zweiten Maschinenzeitalters, an dessen Anfängen wir stehen, dass es nicht nur zu einem Wohlstand für alle kommen könnte. Mit alle waren übrigens nicht alle Menschen gemeint, sondern alle Deutschen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und vielleicht auch alle Schweizer? Ja, an die Schweizer hat er, glaube ich, in dem Moment nicht gedacht. Aber er war ja Politiker, er wusste Wahlen gewinnen. Ne? Und das war natürlich der Gedanke, alle Deutschen werden von der sozialen Marktwirtschaft profitieren. Und das Spannende daran ist eben, wenn man, heute ist das Versprechen der digitalen Welt, des zweiten Maschinenzeitalters, dass die Leute irgendwann in die Situation kommen können, nur noch das zu arbeiten, was sie wirklich wollen. Ob das jetzt realistisch oder nicht realistisch ist, können wir gerne vertiefen. Aber das ist der Grund für diese Prophezeiung. Polemik ist nicht das richtige Wort. Ja, Prophezeiung ist viel, viel besser. Also sozusagen die Prophezeiung, dass das zweite Maschinenzeitalter
das Zeitalter, in dem nicht mehr wie beim ersten Maschinenzeitalter weitgehend die Arbeiten der menschlichen Hand ersetzt werden, sondern die Arbeiten des menschlichen Gehirns ersetzt werden und vor allen Dingen die, die wir nicht gerne machen, geistige Routinearbeit, ersetzt werden könnte, sodass am Ende irgendwann vielleicht tatsächlich nur noch die Arbeit übrig bleibt, die wir gerne machen, und dann ist es nicht mehr Arbeit. Also Sie haben vernommen, die Prophezeiung des Propheten Richard David Precht lautet Freiheit für alle. Wer weiß wann, wer weiß wo. Jetzt mal ganz schnell korrigieren. Das ist nicht meine Prophezeiung, ja, sondern ich sagte, das ist die Prophezeiung des zweiten Maschinenzeitalters. Ein großer Unterschied. Was ist das zweite Maschinenzeitalter? Das zweite Maschinenzeitalter ist das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, in dem, wie ich gerade beschrieben habe, viele Arbeiten des menschlichen Gehirns von Maschinen übernommen werden. Und das ist quasi die Prophezeiung dieses zweiten Maschinenzeitalters, die von der technischen Seite vom Silicon Valley schon 1 Million Mal wiederholt worden ist, ohne sich über die gesamten gesellschaftlichen Folgen einer solchen Revolution, wozu es natürlich auch negative gibt, die werden wir auch ansprechen, wir sind ja hier keine rosaroten Fantasten, ja, das gehört, dass wir natürlich in eine völlig veränderte Arbeitswelt eingehen. Und um die Pointe direkt schon vorwegzunehmen, was realistisch ist, dass wir jetzt schon und nicht erst in Zukunft das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten, erleben. In der Schweiz und in Deutschland auch. Weil wir nicht mehr in einer klassischen Arbeitsgesellschaft leben. Eine klassische Arbeitsgesellschaft war dadurch gekennzeichnet. Ja, ich gehöre der Generation an, wo die Eltern das noch gesagt haben. Hauptsache vernünftig bezahlt, gute Arbeit und so weiter. Junge, mach was Sicheres. Meine Eltern haben das nicht gesagt, aber die Eltern meiner Klassenkameraden haben das gesagt. So, das war sozusagen noch in den 60er Jahren und 70er Jahren und 80er Jahren das Normalste von der Welt. Das Credo Ihrer Eltern war Freiheit für alle. Wenn ich heute meinem Sohn sagen würde, weißt du, es kommt darauf an, dass du Hauptsache, du machst was Sicheres. Dann würde sie sich an den Kopf fassen, ja, und würde natürlich sagen, nein, ich will irgendwas machen, was genau das Richtige ist, was mich glücklich macht, was mir genug Zeit lässt für mein Leben, genug Zeit für meine Freunde lässt, etwas, wo ich auch das Gefühl habe, das ist sinnvoll und das ist gesellschaftlich. Also ein Riesenkatalog von Erwartungshaltungen. Und deswegen erleben wir gerade den Übergang zwischen einer Arbeitsgesellschaft, wie wir sie kannten, Arbeit als notwendiges Übel, in eine Sinngesellschaft. Ja, das ist der Begriff, den ich da hier neu reingebracht habe. Klingt nicht originell, ist aber neu. Und dass diese Sinngesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die wichtigste Frage im Leben ist, was muss ich machen, um ein gutes und richtiges Leben zu führen? Und Arbeit ist ein Teil dieses guten und richtigen Lebens. Und das ist eine Revolution in der Geschichte der Menschheit, denn noch nie konnte sich eine Bevölkerungsmehrheit diese Frage überhaupt berechtigt stellen. Früher gab es die Frage nicht. Oder für 1%, für den Adel ganz früher und vielleicht für die künstlerische Bohemian, ja, und vielleicht für den anderen Top-Chirurgen oder sowas, aber nicht für die normale Bevölkerung. Das heißt, das für alle meint insofern dann eben doch alle, indem es sich abhebt von einer Freiheit für alle der 1%, für eine Freiheit aller des Adels, des Klerus, wie auch immer. Das heißt, in spezifischen, Klammer auf, westlichen, Klammer zu, Wohlstandsgesellschaften, würden Sie sagen, ist Freiheit in diesem spezifischen Sinne generalisierbar? Ja, und das enthält natürlich sozialen Sprengstoff. Also ich war viele, viele Jahre lang auf New Work-Konferenzen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele es davon gibt. Ja, es gibt mehr als also einen Guru, ein Guru namens Frithjof Bergmann, ja, der solche Weisheiten von sich gegeben hat. Ja, du musst nur das arbeiten, was du wirklich, wirklich willst und so weiter. So, und auf diesen New Work-Konferenzen ist die digitale Elite versammelt. Und die kann sich sagen, das, was sie tut, macht sie wirklich gerne. Entweder, weil sie wahnsinnig gerne programmiert oder weil sie Fantastilliarden damit generiert, was sie da machen. Und dann ist immer die Rede von der große Wechsel der Arbeitsgesellschaft und so weiter. Aber geredet wird doch da nicht von Altenpflege. Ja, da wird auch von sehr vielen Bereichen des menschlichen Lebens, wo Leute sehr sinnvolle Arbeit machen, aber unter überhaupt nicht kuschelig komfortablen Sinnbedingungen überhaupt nicht geredet. Sondern wir haben eine saubere Zweiteilung in der Gesellschaft zwischen Labor und Work. Ja, die Work-Berufe, ja, die werden kommen in dieser Öffentlichkeit, über die ich gerade rede, auf diesen Konferenzen und so weiter, überall vor. Aber die Labor-Berufe, ja, also da, wo Arbeit auch immer unweigerlich gepaart ist, mit Mühsal, mit Härte, mit Plackerei und so weiter, die kommen darin nicht vor. Das zweite Maschinenzeitalter enthält aber das Versprechen, dass grundsätzlich auch für diese Bereiche eine Revolution stattfinden könnte. Und ehrlich gesagt, sie ist auch längst im Gange.
Sie hatten vorhin angedeutet, Freiheit für alle spielt auf ein epochemachendes Werk der frühen Bundesrepublik an, nämlich auf Ludwig Erhards Wohlstand für alle von 1957. 50 Jahre später, 50 Jahre nach diesem Wirtschaftswunder-Bestseller von Ludwig Erhard, ist ein anderes Buch erschienen, was sich auf diesen Ludwig-Erhard-Titel bezog, nämlich das Buch des deutschen Unternehmers und Gründer des größten europäischen Drogeriemarkts, Götz Werner, der Einkommen für alle im Jahr 2007 veröffentlichte und der heute, würde er hier noch unter uns weilen, seinen 80. Geburtstag im Übrigen feiern würde. Götz Werner bezog sich mit Einkommen für alle also erstens auch auf Ludwig Erhards Wohlstand für alle und hat damit einen spezifischen und ich würde sagen einen freiheitlichen Weg aufzeigen wollen, wie Freiheit für alle in einer postindustriellen Arbeitsgesellschaft, die zumindest sich anders verstehen müsste, als es die industrialisierte Arbeitsgesellschaft verstanden hat, wie ein freiheitlicher Weg in eine solche Gesellschaft gangbar ist. Womit wir bei der Frage ja wären, die ich auch an den Propheten Richard David Precht und an die Propheten des zweiten Maschinenzeitalters richten wollen würde, was sind denn die Wege, die uns dieses im guten, erstrebenswerten Sinne Paradies auf Erden, diese schöne neue Arbeitswelt bestenfalls bescheren können und welche Funktion, welche Bedeutung hat das Grundeinkommen, was Sie ja anfangs schon angedeutet haben, als freiheitlicher Weg zu einem solchen Ziel? Also das war erstens eine so gewaltige Frage, dass man darauf 2 Stunden antworten müsste. Und zweitens würde ich gern ungern weiterhin, Herr Kovtche, von ihm beleidigt werden, indem ich als Prophet bezeichnet werde. Das, was ich versuche zu machen, sind keine Prophezeiungen. Das Buch enthält überhaupt gar keine Prophezeiungen. Sie haben gesagt, der Titel sei prophetisch zu verstehen. Ich wollte ihn utopisch oder provokativ verstehen. Ich habe auch gesagt, ja, Sie haben gesagt, polemisch haben Sie sogar gesagt. Nein, der Titel ist prophetisch, aber es ist keine Prophezeiung von Herrn Richard David Precht, der prophezeit, wir werden in 10 oder in 20 Jahren in einer Welt leben, wo niemand mehr und so weiter, ja. Und schon gar keine Prophezeiungen für in 20 Jahren. Ich bin sehr allergisch gegen Prophezeiungen für in 20 Jahren. Weil, also wenn ich Prophezeiungen mache, die in 5 Jahren aufgehen sollen, und da sind wir sicher, das Grundeinkommen wird in 5 Jahren nicht überall in Westeuropa eingeführt sein, ja, dann werden alle Leute den Kopf schütteln und sagen, glaube ich sowieso nicht. Wenn ich sage, in 50 Jahren ist das gesamte Westeuropa besteht nur noch aus Grundeinkommensgesellschaften, das kann gut sein, aber die Hälfte der Leute, die hier ist, lebt da nicht mehr, das interessiert sie nicht wirklich. Wenn ich sage, in 20 Jahren wird die Schweiz ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und Deutschland auch? Oh, dann werden Sie sagen, ja, das könnte sein. Das ist eine spannende Frage, weil vor 20 Jahren gab es noch kein Smartphone. Ja, niemand weiß, was in 20 Jahren nicht noch alles passieren kann. Und dann werden Sie mir Ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Ja? Und es könnte trotzdem der größte Blödsinn sein. Und mein großes Glück ist, dass Sie sich in 20 Jahren daran nicht mehr erinnern. Und deswegen ist mir unheimlich wichtig, dass ich hier nicht Prophezeiungen von mir gebe, sondern ich mache was anderes. Ich analysiere und versuche, bestimmte Tendenzen oder Muster zu erkennen, von denen ich denke, dass sie in eine bestimmte Richtung hindeuten. Punkt. Mehr soll es nicht sein. Ja, also kein prophetisches Werk. Okay, ich werde die Beleidigungen einstellen. Ja. Genau. Nein, war ja nicht böse gemeint. War nicht polemisch gemeint. Götz Werner hat 2 Dinge erreicht. Eine gute Sache, eine nicht ganz so gute Sache. Für die zweite kann er nicht so viel. Das erste ist, er hat das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, das, wie Sie genauso gut wissen wie ich, aus dem 18. Jahrhundert stammt, in Deutschland popularisiert. Und er hat es salonfähig gemacht dadurch, dass ein sehr erfolgreicher Unternehmer, ja, der nicht irgendwelcher studentischer Träumereien oder kommunistischer Erlösungsfantasien verdächtig ist, ja, der Überzeugung war, dass es besser ist als der bestehende deutsche Sozialstaat. Das weckte bei vielen Leuten, ja, die Ihnen vielleicht nicht zugehört hätten und mir nicht ganz so gerne, ihm aber zugehört haben, weil er gesagt hat, wenn so ein Mann aus der Wirtschaft, der so richtig das Leben kennt und der die Ökonomie kennt, wenn der das meint, dann muss da was dran sein. Das ist das Gute. Das etwas schade ist, ich habe mit ihm ja auch ein paar Mal darüber geredet, ist, dass er seine Idee des Grundeinkommens, die er schon ziemlich lange hat, nie modifiziert hat. Und das war dann wiederum ein klein bisschen unglücklich, ja, so seine Überlegungen, wie das finanziert werden sollte und wie hoch der Betrag sein sollte. Götz Werner sprach immer 1.000 Euro für jeden. Pi mal Daumen. Ja, Pi mal Daumen. Das ist natürlich eine Provokation in alle Himmelsrichtungen. Und zwar erstens deswegen, weil viele Leute, die sich mit dem Sozialstaat in Deutschland nicht beschäftigen, sich gedacht haben, ah, ist das aber viel.
Ja, und diejenigen, die sich mit dem Sozialstaat beschäftigen, gesagt haben, boah, ist das aber wenig. Ja, weil das durchschnittliche Gesamtbezüge, die ein Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeldempfänger in Deutschland kriegt, wenn er alleinstehend ist, belaufen sich auf 1.100 bis 1.200 Euro. Das heißt also, aus der Sicht der Linken wäre das einem sozialen Kahlschlag gleichgekommen. Wenn Sie in einer Stadt wie München leben, wo Sie einen relativ hohen Mietzuschuss haben müssen, weil Sie sonst gar keine Wohnung finden, und wenn Sie vielleicht noch eine körperliche Beeinträchtigung haben, dass Sie barrierefrei leben müssen und so weiter, dann können Sie auch in Deutschland schon mal 1.300 oder 1.350 vom Staat bekommen. Im Götz-Werner-Modell würden Sie jetzt nur noch 1.000 Euro kriegen, würden sich also massiv verschlechtern. Und das ist der Grund, dass das Grundeinkommen auch bei den Linken, ja, wie Herrn Butterwegge, bekannteste deutsche Armutsforscher und so weiter, also immer auf massiven Widerstand getroffen ist. Das Problem bestimmt immer dann, wenn man allgemein über das Grundeinkommen redet, kommen als erstes ganz andere Widerstände. Aber wenn man konkret über Summen rechnet, dann kommt wieder eine andere Kategorie von Widerständen. Ich habe freilich Götz Werner immer so verstanden, dass er bewusst kein Modellierer sein wollte und dass er natürlich auch kein Parteipolitiker war, sondern dass er den unternehmerischen Enthusiasmus, der ihn angetrieben hat, auch im Tagesgeschäft, dass er den genauso im politischen Ideenwettbewerb fruchtbar machen wollte und deshalb tatsächlich in Bezug auf Zahlen und Modelle und Finanzierung eher Pi mal Daumen oder dem Prinzip nach argumentiert hat und tatsächlich aber den Leitstern, wie er es nannte, des bedingungslosen Grundeinkommens am Himmel immer wieder versucht hat, leuchten zu lassen. Aber schauen wir gerne nochmal vor allem heutzutage auf die Situation des Grundeinkommens. Wenn das zweite Maschinenzeitalter doch jenes Freiheitsversprechen zumindest am Horizont aufscheinen lässt. Wie lässt sich erklären, dass gefühlt zumindest die Stimmung in Deutschland und gefühlt auch, so wie ich es wahrnehme, in der Schweiz, alles andere als in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens geht, ganz abgesehen, dass die ökonomischen Marktdaten heute überall vermeintlich einen Fachkräftemangel konzidieren und nicht einen Robotermangel. Das heißt, irgendwo scheinen die Menschen zu fehlen und nicht die künstliche Intelligenz. Und gleichzeitig wird darüber gestritten, ob das Bürgergeld nicht viel zu hoch ist, ob es nicht zur Hängematte, zur Faulenzerei verleitet. Also sind wir nicht in Bezug auf einen wesentlichen Baustein einer zukünftigen Arbeitsgesellschaft, nämlich den Sozialstaat, heute eigentlich salto mortale rückwärts in die Vergangenheit wieder unterwegs? Und warum ist es so gekommen? Ja. Nicht nur da. Wir erleben im Augenblick, ich kann nicht für die Schweiz sprechen, aber für viele westeuropäische Länder und Deutschland an der Spitze, ein Zeitalter der Restauration. Wir bewegen uns im Augenblick rückwärts. Das ist nicht ungewöhnlich. Also das hat es in der Geschichte immer gegeben. Ja, deswegen muss man auf die langen Linien schauen und nicht auf die kurzen Linien. Ich meine, es war ja nicht so, dass erst die Aufklärung da war, dann war die Französische Revolution und dann begann die bürgerliche Gesellschaft und dann kam die soziale Marktwirtschaft. Ja, sondern dazwischen kam alles mögliche andere, die Rückkehr der Bourbonenkönige, faschistische Diktaturen und was die Geschichte alles erlebt hat. Das heißt also, wenn die Geschichte, unsere westeuropäische Geschichte eine Höherentwicklung ist, als die man sie ja durchaus beschreiben kann, dann mit Sicherheit keine gerade Linie, ja, sondern das geht immer so. Ja, wir können also nur hoffen, ja, dass wir im Rahmen dieser Schlangenlinien vorwärts irren und nicht rückwärts. Und im Augenblick sind wir in einer massiven Restaurationszeit aus einer ganzen Reihe von Gründen. Ja, nämlich? Außenpolitisch natürlich, worüber ich jetzt heute mit Ihnen ja nicht reden möchte, aber demnächst wieder sehr viel mehr reden werde. Aber innenpolitisch in dem Maße auch, weil man muss überlegen, die beste Zeit hatte das Grundeinkommen nach dem Erscheinen der Oxford-Studie. Ja, also es gab sozusagen... Die besagte? Ja, 2012. Erschien eine Studie, die zwei Wissenschaftler in Oxford gemacht haben, Karl Benedikt Frey und Osborne, ein Schwede und ein Engländer, und in der sie sich die Arbeitswelt von in 20 Jahren angeguckt haben, und zwar zunächst den amerikanischen Arbeitsmarkt. Sie sind dann hingegangen und haben überlegt, wie viele Berufe gibt es da. Es sind die 701. Hatten also auch klugerweise die 20 Jahre im Visier. Ja, die klassischen 20 Jahre. Ja. Und deswegen sagen sie auch, warte mal ab, ja, sind ja erst 12 rum. Also, den US-amerikanischen Arbeitsmarkt angeguckt, 701 Berufe. Sie haben diese 701 Berufe gebündelt in Kompetenzcluster. Das heißt, welche Fähigkeiten muss man haben, wenn man Landwirt ist, wenn man Dreher ist, wenn man Kindergärtnerin ist und so weiter, Kindergärtner. So, und dann wurden lauter Kompetenzcluster zusammen. Also, wo muss man abstrakt denken können, wo muss man gut mit Menschen umgehen können, wo muss man A und B oder A oder B. Und dann kamen so 75 Kombinationen raus. Und dann haben sie die Experten der Welt nach Oxford eingeladen. Das waren damals die Leute vom MIT, aus dem Silicon Valley, aus Korea, die Roboterforscher aus Japan. Und haben gesagt, was davon
kann in 20 Jahren eine Maschine besser als ein Mensch? Und dann kamen die Expertisen und dann wurde gerechnet. Ja, und die Studie wurde in Davos im Januar 2013 vorgestellt. Auf dem World Economic Forum war der Burner. Man redete überhaupt auch gar nichts anderes mehr. Weil das Ergebnis war, 49% der sich im Jahr 2012 in den USA befindenden Arbeitsverhältnisse haben eine hohe bis sehr hohe Wegrationalisierungswahrscheinlichkeit durch Digitalisierung. Daraus machte dann die Presse, in 20 Jahren fällt jeder zweite Job weg. Das war nicht genau, was sie gesagt hatten. Sie hatten Automatisierungspotenziale errechnet und das hat eine große Schwierigkeit, weil was sie ausgerechnet haben, ist, was automatisiert werden kann. Das ist nicht das Gleiche wie das, was automatisiert wird. Das heißt also, der gesamte soziale, gesellschaftliche und politische Faktor ist da nicht mit drin gewesen. Den kann man auch nicht über 20 Jahre antizipieren. Aber das hat die Unternehmensberatungsfirmen motiviert. Die haben unheimlich von der Oxford-Studie profitiert. Die hatten so einen Boom. Die machten dann ihre eigenen Berechnungen, zum Teil also letzten Milchmädchenrechnung, da waren es 60% der Jobs, die wegfallen. Und dann wurde mit der Oxford-Methode wurde die halbe Welt analysiert. In China über 70%, in Äthiopien über 80%, in Europa 43%, in Deutschland 51%, in Europa. Es kamen also immer laute Horrorzahlen. Was natürlich dabei nicht berücksichtigt ist, dass sich Arbeit ohnehin austauscht. Also wenn ich sage, in 20 Jahren fällt die Hälfte der bisherigen Beschäftigungsverhältnisse weg, dann ist das zwar viel, aber so 20% tauschen sich ohnehin aus. Ja, das ist auch immer schon so gewesen. Ja, als das Auto kam, da waren die Sattlermeister und die Hufschmiede und die Kutscher und die Riemermeister und die Wagner und wer hat da nicht alles seine Arbeit verloren? Ja, und die Bauern, die das Stroh zur Verfügung stellten und. Das heißt also, ein Austausch ist sowieso klar und die hatten auch mit dieser Studie keine schlechte Laune verbreiten wollen, sondern die wollten eine Sensibilität dafür wecken, dass sich in der Gesellschaft jetzt sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit verändert und die Politik sollte da wachsam sein, ja, dass man das sozusagen nicht den Überblick verliert. Aber warum? Und das war die große Zeit des Grundeinkommens, weil dann kam der Moment, wo Leute wie Bill Gates auf einmal die Idee des Grundeinkommens gut finden. Da gab die eine oder andere Größe aus dem Silicon Valley bis hin zu Peter Thiel. Ich meine, Peter Thiel, ja, der wird Ihnen wahrscheinlich was sagen. Ja? Das ist sozusagen der rechteste Investor, den das Silicon Valley hat. Ein Menschenverächter, ein Zyniker vor dem Herrn. Rechts von Peter Thiel ist nur noch die Wand. Und der war für das bedingungslose Grundeinkommen. Und plötzlich ich war in der Zeit viel in Unternehmen unterwegs, überall in Unternehmen vom bedingungslosen Grundeinkommen die Rede. Das Problem beim bedingungslosen Grundeinkommen ist natürlich, und das wissen Sie ja mindestens so gut wie ich, es gibt unheimlich viele verschiedene Ideen eines bedingungslosen Grundeinkommens, die sich weltanschaulich, praktisch und so weiter, ja man kann sogar sagen anthropologisch, ja, komplett voneinander unterscheiden. Also das Wichtigste beim Grundeinkommen ist, man muss immer wissen, über welches Grundeinkommen man überhaupt redet. Dennoch ist meine Frage, ohne dass ich in das besagte Kleingedruckte jetzt gehen will, warum hat sich dieser Geist, warum hat sich dieses Potenzial der Automatisierung nicht in einen positiven politischen Willen übersetzen lassen, der diese Automatisierung Chancen gesehen hat, sondern warum haben wir heute gerade in Bezug auf die politische Situation, gerade auf die sozialstaatliche Situation, diese Restauration, wie Sie beschrieben, wie Sie sie auch diagnostiziert haben? Der Fachkräftemangel macht alles anders. Er bringt die Unternehmen in eine andere Offensive und Defensive zugleich. Also die Defensive besteht darin, sie kriegen keine Leute mehr. Das macht ziemlich schlechte Laune als erstes. Ja, und es macht gleichzeitig, stimmt das gar nicht, utopisch. Sondern man denkt, wir müssen doch wieder dahin zurück, als es noch genug Leute gab. Also der erste Gedanke, wenn die Fachkräfte fehlen, ist, wir müssen zurück. Wogegen, wenn zu viele da sind, jetzt müssen wir uns eine neue Lösung überlegen. Ja, das kriegt unser Sozialstaat auf die Dauer nicht hin. Das heißt also, gibt es zu viele Arbeitskräfte, ist es sehr schlecht für den Einzelnen, ja, weil der kriegt keinen guten Job und der kriegt keinen guten Lohn und was weiß ich was alles. Aber es ist gut für die Gesellschaft, weil man ganz viel darüber nachdenken muss, wie man das in Zukunft alles noch besser machen kann. Gibt es Fachkräftemangel, ist es wahnsinnig gut für den Einzelnen, der einen Job sucht, aber es ist schlecht für die Gesellschaft, weil der Reflex ist, wir müssen wieder zurück in die Zeit, als die Leute noch mehr gearbeitet haben. Das ist doch das Lustige, wir haben in Deutschland ein völlig unfinanzierbares Rentensystem. So, da bin ich nicht der Einzige, der das sagt, sondern da muss ich erstmal jemanden finden, der dem widersprechen würde. Ja, wir bezuschussen, nicht finanzieren, wir bezuschussen unser Rentensystem mit über 100 Milliarden Euro im Jahr bezuschussen.
Finanziert wird das durch die Abgaben, die die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber zahlen. Und da kommt ein, das ist jeder vierte Euro in der Bundeskasse, geht nur in die Bezuschussung des Rentensystems. Also dass das alles sozusagen nicht mehr geht, war allen klar. Als das Grundeinkommen aufkam, da wuchs über einige Jahre die Sensibilität. Das sind zwei Themen, die gehören zusammen. Grundeinkommen und Rente hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Da geht es um die Frage, ja, Altersarmut, Rentner, Grundeinkommen kriegt man ein Leben lang. Wie wird das Grundeinkommen finanziert? Was ist mit den Arbeitgeberbeiträgen? Was ist mit den Arbeitnehmerbeiträgen? Wird das von denen noch finanziert? Nein, es muss irgendwie anders finanziert. Oh, das hören wir aber gerne. Wir könnten vielleicht Arbeit verbilligen, wenn es ein Grundeinkommen gibt. Das war die utopische Zeit. Ich würde sagen, die reichte von 2012 bis Corona. Ja, das war sozusagen die große, am Ende genau dieser Zeit habe ich mein Buch veröffentlicht, da fing der Ukraine-Krieg an und die Restauration sozusagen kam komplett. Ja, und jetzt können wir mal davon ausgehen, jetzt werden wir einige Jahre haben, in dem gesellschaftlicher Utopismus in allen Belangen tot ist. Sowohl innenpolitisch wie außenpolitisch. Leider. Aber es ist eine gute Zeit, die können wir nutzen und uns kluge Gedanken darüber zu machen, was wir bei der nächsten Rallye ein bisschen erfolgreicher sind als bei der letzten. Und das heißt, Freiheit für alle ist heute nicht mehr ein Versprechen des zweiten Maschinenzeitalters, sondern heute der Existenz- und Überlebenskampf der freiheitlichen demokratischen Grundordnung? Oder wo sind wir mit Freiheit für alle als Forderung heute angelangt? Ich würde einfach nur noch mal dem Titel gerne nachspüren. Ich finde es interessant, wenn man den Begriff Freiheit... Unsere Außenministerin könnte jetzt auch ein Buch schreiben, Freiheit für alle, und meint damit China. Also man kann natürlich mit dem Wort ziemlich viel machen. Ja? Aber nee, ich will jetzt einfach darauf hinaus, dass es wahnsinnig schwierig ist, in außenpolitischen Restaurationszeiten eine Gesellschaft innenpolitisch voranzubringen. Schön, dass wir jetzt doch über Außenpolitik reden. Sie sagten, Sie wollten mit mir nicht über Außenpolitik reden, dabei schreiben Sie gerade über Außenpolitik. Also reden wir doch über das aktuelle Projekt des Autors Richard David Precht. Nein, mich interessiert das tatsächlich, Freiheit für alle und die politischen Dimensionen erst recht in der Corona- und Post-Corona-Zeit. Und ich wollte nur auf einen Aspekt hinweisen, der mir aufgefallen ist. Finde ich interessant, wenn man auf diesen Titel, auf diesen Slogan Freiheit für alle schaut, dann liegt in der Freiheit ja in gewissem Sinne ein liberales Versprechen. Und in dem für alle liegt wiederum ein solidarisches Versprechen. Ein soziales Versprechen, das heißt Freiheit für alle, passt insofern vielleicht auch ganz gut zum Grundeinkommen, als das Grundeinkommen eine postideologische Idee gewesen ist, die versucht hat, das Soziale und das Liberale miteinander zu vereinen, wie es in gewissem Sinne die freiheitlich-demokratische Grundordnung ja auch versucht. Weshalb ja die interessante Frage auch ist, schlägt bei Ihnen ein linkes Herz und tickt bei Ihnen ein rechter Verstand und die werden liberal-sozial versöhnt im guten Sinne, weil es sozusagen, man versteht das Wort rechts bitte nicht so wie die Wand, wo Peter Thiel steht, sondern in dem liberalen Sinne, in dem ich es gerade gespiegelt gemeint haben wollte. Ja, weil das war ja eine gigantische Beschreibung meiner Psyche. Ich habe gar nicht so viel... Sie sind ja auf der Couch. Ja, ich hab gar Denken nicht, Sie sich das Publikum weg. Ich hab gar nicht so viel Raum in meinem Bewusstsein, so viel links, rechts und liberal unterzubringen. Aber ich habe versucht... Also hier oben bin ich heute links, von Ihnen aus gesehen. Ja, aber ich habe versucht in meinem Buch Freiheit für alle, die besten Ideen des liberalen Grundeinkommens mit den besten Ideen des linkshumanistischen Grundeinkommens zusammenzudenken. Das ist der Syntheseversuch. Also die 100 Seiten über das Grundeinkommen oder 150, die das Buch enthält, sind also erstmal ein Abriss über die Geschichte des Grundeinkommens, mit der Sie sich ja auch sehr, sehr ausgiebig und intensiv beschäftigt haben und wirklich ein Experte, ein ausgewiesener Experte sind, um von daraus heraus zu destillieren, was von dem ist eigentlich für heute brauchbar und wie lässt es sich pragmatisch miteinander kombinieren. Und insofern ist es schon richtig. Also es ist ja nicht alles, was der Liberalismus gemacht hat, grundsätzlich falsch. Und es ist auch nicht alles, was die Linken gemacht haben, grundsätzlich falsch. Aber es ist sowohl bei dem einen wie bei dem anderen auch viel, was man findet, was man so gar nicht teilen möchte. Und ich denke, das passt auch übrigens, mein Bewusstsein passt gut in die heutige Zeit. Wir sind ein weltanschaulicher Supermarkt. Ja, also wer möchte sich denn schon auf eine einzige politische Richtung durch und durch festlegen? Nur noch die Dummen. Ja, es ist doch einfach viel besser, wenn wir aus der Geschichte der sehr überlebensfähigen Ideen das rausdestillieren, von dem wir denken, das hat sich nach 100 Jahren immer noch nicht erledigt und das auf eine gute und richtige Art und Weise völlig neu miteinander zu kombinieren, jenseits von Schablonen und Schubladen. Und das ist das, was ich mit dem Grundeinkommen versucht habe. Weil es ist natürlich, also der Gedanke, dass das Grundeinkommen ein Grundrecht des Menschen sein soll, ist ja eben nicht nur von Linken gedacht worden, sondern ist eben auch von Liberalen gedacht worden. Von Liberalen aus einer Zeit, als Liberal noch progressiv hielt. Das ist heute nicht mehr so einfach vorzustellen, dass Liberal mal progressiv war.
Weil liberal ist heute, auch gerade in der Schweiz, häufig eine Abwehrreaktion. Ja, es ist sozusagen das Paläoliberale. Ich lasse mir nicht, ne? Staat, jetzt hier zu viel und ihr sollt nicht und so weiter. Das heißt, der Liberalismus ist heute die Weltanschauung, die am stärksten in der Defensive ist. In Deutschland sind die Liberalen einzig und allein zu dem Zweck in die Ampelkoalition eingetreten, um die Politik der anderen zu verhindern. Ja? Und das ist natürlich schade, gemessen daran, dass der Liberalismus natürlich durchaus richtige und wahre Dinge erkannt hat und dass wir dem Liberalismus auch durchaus das ein oder andere verdanken. Und das ist übrigens auch immer zyklisch. Es gab mal eine Zeit, da waren die Linken nur noch Restauration. Ja? Und so ganz in die Offensive sind sie auch nie wieder gekommen. In meiner kindlichen Sozialisation waren die Linken immer den anderen voraus. Ja, und dann kamen Jahrzehnte nach dem Mauerfall, da waren die Linken den anderen eigentlich immer hinterher. Und es ist sehr interessant, dass sich das eigentlich immer wieder in Wellen bewegt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Zeit der Restauration, die wir im Augenblick erleben, ja, also des Anti-Utopismus, der Retropie, ja, dass also eine große Zahl von Menschen glauben, früher war alles besser. Also der Arbeitsmarkt war besser. Ja, und das Zusammenleben der Familien war besser und Deutschland war noch Deutschland und so weiter und biologisch war sozusagen noch alles besser und Frage von Mann und Frau war noch ein bisschen aufgeräumter geregelt als heute und so. Also das ist im Augenblick ein ganz, ganz starker Backlash, der kommt, wenn bestimmte Modernisierungen zu schnell gehen. Und das passiert immer. Das hat es immer in der Geschichte gegeben. Wenn bestimmte Dinge sehr schnell nach vorne gegangen sind, kam erstmal wieder eine Phase der Restauration. Und das Wichtige ist eben, dass wir diese Restauration nicht bodenlos werden lassen. Dass wir also nicht jetzt in Rechtspopulismus abgreifen, was sozusagen der Inbegriff von einer solchen Restauration war. Dass wir nicht in einen kalten Krieg gegenüber China geraten, dass wir nicht in einen kalten Krieg mit Russland dauerhaft zurückkehren und so weiter. Also diese restaurativen Geister nicht zur vollen Entfaltung kommen zu lassen. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und deswegen werden wir mit dem Grundeinkommen jetzt ein bisschen warten müssen, bis der Fachkräftemangel vorbei ist. Ja, weil ich fand das sehr schön, was Sie gesagt haben, und das ist sehr klug. Ja. Man redet immer von einem Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel, aber nie von einem Robotermangel. Und ich denke, dass wir, wenn wir die Situation ganz kurz auf den Punkt bringen, ich hatte vorhin von der Sinngesellschaft geredet. Wir sind heute bereits vom Bewusstsein, jungen Menschen, in dem Zustand, als wären wir in einer Freiheit für alle Gesellschaft, wo das Leben ein Wunschkonzert ist und es geht darum, die Arbeit zu machen, die man wirklich will. Aber wir sind von der Ökonomie her noch nicht in dieser Situation uns das leisten zu können. Das ist die Übergangsphase, in der wir gerade sind. Das heißt, die Prophezeiungen des Silicon Valley ist, wie schnell geistige Routinearbeit verschwindet, wie schnell die Jobs in der Fertigung alle durch menschenleere Fabriken ersetzt werden und so weiter. Das geht alles leider nicht in 20 Jahren, sondern es dauert deutlich länger. Aber das Bewusstsein der Menschen ist längst sehr, sehr viel schneller vorangaloppiert als die ökonomische Realität. Und das ist im Augenblick genau die Situation, in der wir uns befinden. Aber die Gegenreaktion wird sein, irgendwann werden wir soweit automatisiert sein. Und irgendwann wird die Oxford-Studie wahrscheinlich sogar recht behalten. Und wir müssen unheimlich gut darauf vorbereitet sein, was wir dann tun. Das sind wir aber nicht, weil die Politik ist immer mit den Tagesproblemen beschäftigt. Und das Tagesproblem ist der Fach- und Arbeitskräftemangel. Und nicht die Antizipation einer Situation, ja, von später, dass das Ganze sich auch mal rumdrehen kann, und zwar durch Automatisierung. Welche Institutionen wären nicht besser geeignet als solche Antizipationsinstitutionen wie zum Beispiel die Schule oder Universitäten? Wenn ich Sie richtig verstehe, wären Schulen und Universitäten gerade jene Institutionen, die die nächste Generation, die die jungen Menschen nicht auf die Zukunft vorbereiten, die Vergangenheit sein wird, wenn man dort angekommen ist, sondern die tatsächlich mit antizipatorischem Geschick und Gespür Zukunft vorwegnehmen oder zumindest offene Zukünfte erschließen. Warum fällt dennoch Ihr Urteil nicht zuletzt in Ihren Publikationen über die Schule, über das Schulsystem in Deutschland zumindest, doch relativ vernichtend aus? Und inwiefern nehmen wir wiederum gerade in der Institution Schule nicht diesen frischen Wind auf, sondern halten da auch den Glauben aufrecht, man würde in einer Arbeitsgesellschaft alten Zuschnitts sozialisiert werden, wenn man in, sagen wir, 20 Jahren die Schule verlässt. Ja, jetzt machen Sie natürlich ein riesiges Fass auf. Ne? Nee, ich finde, es ist einfach relevant, über diese Antizipationsinstitutionen nachzudenken. Und wer sollte das nicht sein, wenn nicht Schulen und Universitäten? Ich würde mal Schule und Universität noch mal etwas trennen, ja, weil meine Kritik ist ein bisschen unterschiedlich.
Was die Schulen anbelangt, ist es, ich habe 2013 ein Buch veröffentlicht über, wie man vielleicht möglicherweise bessere Schulen machen kann und warum man die machen müsste. Und habe auch damals schon quasi vom zweiten Maschinenzeitalter und von der Sinngesellschaft, ohne das Wort zu benutzen, gesprochen und gesagt habe, wir können, wenn wir die Arbeitsgesellschaft, wie wir sie bisher kannten, in Zukunft so nicht mehr haben, werden doch nicht die Schüler auf eine Arbeitsgesellschaft, die es in Zukunft so nicht mehr gibt, vorbereiten. Weil die klassische Art und Weise des schulischen Lernens ist die Ausbildung zur Sekretärin oder zum Sekretär. Das ist ein Dienst nach Vorschrift. Ja klar, würden jetzt alle Lehrer sagen, so sehen doch Schulen heute gar nicht mehr aus und so. Sie sehen in ihrer DNA noch so aus. Ja, wir haben wunderbare, großartige Lehrer und wir haben überall wie an einen alten Sonntagsanzug, das haben die Bauern früher gemacht, noch so eine Borte angeflickt. Hier noch eine So-und-so-AG und da gibt es irgendwo Sinn und Glück in der Schule und mehr Theater-AGs gibt es natürlich auch und man kann hier was wählen und da was wählen und dann haben wir sozusagen die Benutzeroberfläche verändert, U-Form und andere Formen des Umgangs miteinander und man darf nicht mehr hauen auf dem Schulhof. Natürlich sieht es in den Schulen heute anders aus als früher, aber wenn wir fragen, was ist die ganz, ganz grundsätzliche Geschichte, die an den Schulen. Dann ist die Sache, für was für eine Gesellschaft wird man vorbereitet in der Schule? Und da hat eigentlich kein wirkliches, echtes, strukturelles Umdenken stattgefunden, weil das bedeutet hätte, dass man an das Schulsystem nicht mehr anflicken kann. Man kann also nicht ein System, das im 19. Jahrhundert erfunden worden ist, in seiner gesamten Systemarchitektur, dass alle im gleichen Alter die gleichen Aufgaben kriegen, dass die Qualität eines Schülers bemessen wird an der zufällig zusammengewürfelten Konstellation einer Klasse, in der er drin ist. Und das alles noch zementiert durch die PISA-Studien. Ich habe ja unlängst eine Sendung gemacht mit Herrn Schleicher, der hochsympathische, sehr, sehr intelligente Begründer der PISA-Studien. Aber wozu hat das am Ende geführt? Wir evaluieren, wie gut ein 14-Jähriger in der Schweiz rechnen kann im Durchschnitt und ein Deutscher. Ist das vielleicht egal? Ist die einzig wichtige Frage nicht, wie gut man später rechnen kann? Ist das wichtig, in welchem Tempo man Mathe lernt? Ja, und ob man da so richtig den Schub erst mit 17, 18 kriegt oder ob man schon total gut ist mit 10 oder 12? Und warum soll ich die hochbegabten Nerds mit denen, die die binomischen Formeln im 10. Schuljahr nicht können, überhaupt in einer Klasse unterrichten? Also wenn wir über alles das nachdenken und sagen, individualisierte Gesellschaft, Sinngesellschaft und so weiter. Und wir würden jetzt mal denken, wir blenden mal für einen Moment aus, dass es Schulen gibt. Und wir stellen uns nur die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vor und dann erfinden wir hier alle mal was. Dann würden wir was erfinden, das hätte gar keine Ähnlichkeit mehr mit Schulen. Stattdessen haben wir aber immer noch dieses alte Schiff, ja, das sozusagen ein Segelschiff, das vielleicht für den Transport von Tee nach in die Neuenglandstaaten gemacht ist und wollen damit jetzt eine Polarexpedition machen. Und dann überlegen wir, da wird's kalt, da müsst ihr dicke Anoraks anziehen und das und das. Und da gibt's eine Strick-AG und die strickt noch. Ja, genau, und da wird noch irgendwas erfunden und so weiter und eine neue Fahne dafür natürlich und so weiter. Ja. Also das... Im Grunde genommen ist die Gesamtarchitektur dafür nicht mehr richtig geeignet. Und jetzt kommt das große Problem. Gesamtarchitektur lässt sich in Friedenszeiten nicht verändern. Ja, also ich meine... Dann stehen die Chancen ja gut für Veränderung. Ja, ich meine, also wenn man Weltkriege verloren hat, dann kann man schon mal eine Gesellschaft verändern, wie die Bundesrepublik das gemacht hat. Dann stehen die Chancen in der Schweiz wiederum schlecht. Ja. In der Schweiz eben Mangel an Weltkriegsniederlagen, das sozusagen alles ein klein bisschen langsamer. Nein, aber ich meine, die Schweiz hat ja wirklich... Sogar mit dem Stimmrecht für die Frauen. Die Schweiz, richtig. Die Schweiz ist sehr, sehr gut, das Rad ganz, ganz langsam immer weiter zu drehen. Und hat auch in ihrer Geschichte wenig ernstzunehmende Restaurationsphasen erlebt. Also vielleicht kann man sagen, die Schweiz ist weniger anfällig für Extremrestaurationen wie das, was wir gegenwärtig in der Bundesrepublik erleben. Also das wäre vielleicht auch ein Vorteil. Ich würde da überhaupt kein Bashing machen. Ich glaube, dass sozusagen die Langsamkeit und Beharrlichkeit der Schweiz genauso viele Vorteile wie Nachteile hat, aber eben auch, wir sollten durchaus auf die Vorteile gucken. Wir sind viel flatterhafter bei uns. Wir sind viel schneller hin und her und auch wieder zurückzupusten. Und deswegen glaube ich, dass die Herausforderung allerdings, was die Schulen anbelangt, ungefähr dieselbe ist. Also das Schweizer Schulsystem ließe sich nicht von heute auf morgen auf den Kopf stellen und das Deutsche lässt sich überhaupt nicht reformieren. Und ich sage auch noch einen Grund, warum. Also mal, ich bin ja häufig gefragt worden, wenn Sie jetzt Kultusminister wären, was würden Sie machen? Wenn ich als Kultusminister auch nur 10% der Ideen, ja, die ich für realistische und wirklich bewährte gute Ideen, in welche Richtung man Schulen transformiert machen, von oben verordnet versuchen würde durchzusetzen.
dann hätte ich als erstes ein Kommunikationsproblem, wie man das heute in der Politik sagt. Ich müsste nämlich in jede Schule in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe, gehen und müsste da einen Vortrag halten, müsste versuchen, möglichst viel Begeisterung für diese Ideen zu erwecken und müsste dann der Schule noch Menschen zur Verfügung zu stellen, die der Schule helfen, sich nach eigenem Gusto, nach der Auswahl der als gut befundenen Ideen zu verändern. Dieses Personal existiert nicht. Ja, und ich hätte nichts anderes zu tun, als 1000 Vorträge im Jahr zu halten. Der normale Weg geht anders. Der normale Weg geht über die Bürokratie. Ja, in der Kultusbürokratie sitzen Leute, die wenig verändern wollen. Sonst wären sie nicht Kultusbürokraten geworden. Das ist nicht sozusagen der Kreativjob schlechthin. Ja, sondern da sitzt eine massive Verwaltung, die auf allen Ecken, Ebenen mich ausbremsen würde, bis zum geht nicht mehr. Und wir haben eine Welt von juristischen Vorschriften und Verengungen, die kann man sich gar nicht ausmalen. Wenn ich meine, dass wenn man über Bäume Unterricht macht, man vielleicht in den Wald gehen sollte und mit echten Blättern statt mit Arbeitsblättern arbeiten, ja, in dem Moment, wo man das macht, wird man mir sofort erklären, das geht nicht. Dann braucht nämlich die Biologielehrerin oder der Biologielehrer eine zweite Aufsichtsperson. Und die steht aufgrund von Lehrermangel gar nicht zur Verfügung. Und deswegen geht das schon nicht. Das ist ein Mini-Beispiel. Ich könnte jetzt Hunderte von Beispielen. Aber lernen wir daraus, dass jedenfalls der utopistische Weg einer Generalrevision der Schule oder anderer sozialer Institutionen eigentlich wiederum nicht Freiheit für alle von oben verordnet sein kann, sondern letztendlich ein Freiheitsversprechen sein müsste, was von unten dann auch mit der Vielfalt, mit der Variabilität, mit der unterschiedlichen individuellen Lösung im freiheitlichen Sinne zu leben bereit sein müsste. Sie bringen es auf den Punkt. Ich soll nicht den Schulen sagen, wie sie zu sein haben. Ich will, dass sie nicht 1000 Vorträge im Jahr halten müssen, sondern das Prinzip, dass wir das Prinzip umkehren. Aber das wär's. Also Kultusminister will ich nichts anderes machen als 1000 Vorträge. Ich würde nämlich versuchen, die Leute davon zu begeistern, was es alles gibt. Und dann sitzen da ganz viele Lehrer, die denken, das ist ja alles gut und schön, was er sagt, aber das geht nicht. So, und dann können Sie schöne Exkursionen machen in Schulen, die genau das machen und die das super machen und die das erfolgreich machen. Dann lassen Sie sich inspirieren. Und dann müsste man Ausbildungen machen im pädagogischen Bereich für Leute als Transformationsscouts, die diesen Schulen, weil das nämlich ein schwieriger, sozialer, komplizierter Prozess ist. Ein Drittel der Lehrer zieht nicht mit. Ja, wie macht man das dann? Wie kriegt man das hin und so weiter? Da braucht man erfahrene Leute auch, die einem helfen. Niemand schreibt der Schule vor, wie sie zu sein hat. Sondern wir helfen der Schule, ja, wenn sie gute Ideen aufgreift oder entwickelt, das dauerhaft zu realisieren. Und eine einmal umgemodelte Schule, eine einmal transformierte Schule, kann auch der Wechsel in einer Landesregierung, wenn ich dann danach abgewählt werden würde, ja, nicht mehr aufhalten. Eine einmal gute Schule ist eine gute Schule, egal was die Landesregierung macht. Und deswegen kann der Weg nur von unten gehen. Aber oben kann unten helfen. Das heißt, Freiheit für alle heißt auch, ich weiß es nicht länger besser für die anderen. Ich meine, ich kann es gar nicht besser wissen. Weil es gibt einiges, was diese Lehrer wissen, was ich überhaupt nicht wissen kann. Vielleicht nicht notwendig, was mit gutem Unterricht zusammenhängt. Könnte ich sozusagen, nachdem ich 15 Jahre an Unis rumgeturnt bin, als Lehrender, das auch wissen. Aber es gibt was anderes, was ich nicht wissen kann. Die Zusammensetzung der Schülerschaft, die Zusammensetzung der Elternschaft, die Zusammensetzung des Kollegiums. Und deswegen ist, wenn man eine Schule transformiert in einem Willen vor Ort, das natürlich was ganz, ganz anderes als in einem sozialen Brennpunkt. Und das ist ein Know-how, was diejenigen, vor denen ich große Volksreden halte, was man alles in tollen Schulen machen kann, ganz, ganz genau wissen. Und die selber sehr viel genauer filtern können, was für sie angemessene, umsetzbare Ideen und Projekte zu einer Transformation sind, als ich das kann. Einen echten Dialog zwischen Kultuspolitik und Schulen existiert bei uns nicht. Sagen Sie ein Wort noch, weil Sie gerade selber sagten, Sie turnen seit einigen Jahren noch an den Universitäten rum. Wie unterscheiden sich die Herausforderungen von Schulen im Verhältnis zu denen von Universitäten? Verstanden als Antizipationsinstitutionen einer zukünftigen Gesellschafts-, Arbeitsgesellschaft, Freiheitsgesellschaft. Was wären die Aufgaben kurz auf den Punkt in Bezug auf die Universitäten? Wenn ich über Universitäten rede, dann rede ich natürlich nur über bestimmte Fächer. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die Antworten für die großen gesellschaftlichen Fragen werden im Regelfall jetzt nicht von Mathematikern entwickelt oder von Physikern. Die haben ja andere Aufgabenbereiche. Und sehr selten, auch nur in den Wirtschaftswissenschaften, gute Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das ist natürlich was man von den Geistes- und Kulturwissenschaften und so weiter erwarten würde. Und wir haben in unseren Universitäten die Verschulung. In der Zeit, in der uns klar war, dass die Verschulung der Fehler des Systems ist, massiv verstärkt.
wenn Sie heute Professor werden wollen, dann ist das, leiden Sie insofern unter der Verschulung, als dass Sie lange Publikationslisten vorlegen müssen von hochspezialisierten Fachaufsätzen. Und um die zu schreiben, können Sie überhaupt nichts anderes machen. Und da müssen Sie auch sehr vorsichtig sein, ein politischer Mensch zu sein oder jemand, der über die Ufer oder interdisziplinär und in anderen Gewässern wildernd und Perspektiven zusammenbringt und so. Das belohnt sich nicht. Das verzinst sich nicht an unseren Universitäten. Insgesamt sind unsere Universitäten verglichen mit den Universitäten der 60er Jahre und 70er, die Eltern werden sich erinnern, massiv unpolitisch geworden. Und die Freiräume sind eigentlich immer kleiner geworden. Theoretisch existieren die, aber praktisch existieren die nicht. Und das führt dazu, dass wenn in den Geisteswissenschaften hochgradig spezialisierte Leute aktiv sind, die eigentlich nur noch eines machen wissenschaftlich. Es ist jetzt eine leichte Übertreibung, aber Betonung liegt auf leicht, nämlich messen. Seit es Computer gibt, wird erwartet, dass man empirische Studien macht und anschließend misst. Empirische Studien haben etwas sehr Interessantes an sich. Die dauern unglaublich lange. Ich habe mal 5 Jahre in einer empirischen Studie an der Uni gearbeitet. Die dauern 5 Jahre und sind in dem Moment, wo sie veröffentlicht werden, eigentlich schon restlos veraltet. Und dann kommt ein 600 Seiten starkes Werk am Ende dabei raus. Ja, und wenn das ein politisch brisantes Thema ist, wie die Sprachkenntnisse von Kindern mit Migrationshintergrund und so in der Pädagogik oder irgendwie sowas, dann landet das irgendwann bei irgendeinem Referenten in der Politik. Und dieser Referent in der Politik setzt jemand daran, der aus den 600 Seiten einen 10-Seiten-Extrakt macht. Dieses 10-Seiten-Extrakt geht dann an den Referenten des Ministerpräsidenten und der übernimmt daraus 2 Zahlen. Und das ist ein sehr... Nachdem unterdessen schon 2 Regierungswechsel stattgefunden haben und so weiter. Ja, und, ja, also... Prinzip verstanden. Dagegen gab es mal diesen Typus Geisteswissenschaftler, als Universalinteressierten und als Gesellschaftsscout. Ja, das haben wir ja gehabt noch in den 60er, 70er Jahren. Und die sind dann in den 80er Jahren aufgrund dieser Form von Verwissenschaftlichung und Empirifizierung der geisteswissenschaftlichen Fächer mehr oder weniger verloren gegangen. Deswegen können solche Leute nur noch als Wildsäue allein durchs Unterholz brechen. Ja, die finden aber keinen regulären Platz mehr an unseren Universitäten. Und das ist ein Grund, dass schon auf der Ebene der Lehrenden unsere Universitäten sehr tot geworden sind. Ich pauschaliere hier. Ja, ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Namen aufzählen von ganz, ganz großartigen Kollegen, die anders sind. Aber die Tatsache, dass ich sie aufzählen kann und dass diese Aufzählung endlich ist, zeigt, dass es eine große Zahl von anderen gibt, die überhaupt diesen Einfluss und diese Rolle nicht mehr spielen. Wir haben unsere Universitäten durch Empirifizierung sehr weitgehend auch getötet. Nichts gegen Empirie, ja, aber das andere, ja, das Lebendige, das Arbeiten, das Mitgehen, das Theorien aufstellen und was weiß ich was, das ist heute viel, viel weniger geworden und sozusagen eine unglaubliche Flut von Messungen und Zahlen und Studien und sowas erdrückt in den Geisteswissenschaften, den gesellschaftlichen Fortschritt. Ich will nur ein Verb aufgreifen, was Sie gerade nannten, eben das Messen. Und ich würde auch eine leichte Übertreibung wagen, Betonung auf leicht. Kann es nicht sein, dass wir ausgerechnet damit, wenn das heute State of the Art an den Universitäten ist, in gewissem Sinne das, was Kernkompetenz künstlicher Intelligenz sein könnte, geradezu nach- oder voräffen und uns eben nicht auf die originären intellektuellen Qualitäten und Kapazitäten fokussieren, die in einer Sinngesellschaft genau diejenigen Qualitäten wären, die gefordert sein werden auf dem Arbeitsmarkt, die gefordert sein werden im politischen Leben, die gefordert sein werden bei der individuellen Lebensbewältigung. Und genau davon zieht uns diese Empirifizierung ab, davon in einer antizipatorischen Institution wie auch der Universität das freie Denken, die Muße, den freien Diskurs zu lernen für eine zukünftige Gesellschaft. Das ist ein ganz großartiger Gedanke. Sie haben vollständig recht. Wir haben unsere Universitäten quasi durch halbkünstliche Intelligenz ersetzt. Ja? Und der Schritt dann schlussendlich hin zur künstlichen Intelligenz stellt das Ganze überhaupt erst gänzlich in Frage. Also müsste nicht, so wie was ich sage, in den Schulen, ja, wenn geistige Routinearbeit mehr und mehr von Maschinen erledigt wird, geistige Routinearbeit das Letzte sein, worauf wir unsere Kinder vorbereiten. Ja, sondern genau die Sachen, die die Maschinen noch für sehr lange Zeit nicht können, im Mittelpunkt einer jeglichen Pädagogik stehen, müsste das Gleiche nicht eben auch für Universitäten, dass wir sozusagen aus diesem Schema wieder ausbrechen, indem wir jetzt gefangen sind, indem wir durch unglaubliche Regelung, Empirifizierung, enge Grenzen des Denkens und so weiter die Freiräume und die Kreativitätsspielräume viel zu stark verengt haben, müssten wir nicht gerade unter dem Gesichtspunkt zweites Maschinenzeitalter sagen, wenn der Professor nur noch das macht, was eine KI im Grunde genommen auch machen kann,
dann wird er auch überflüssig werden. Also müsste es nicht jetzt eine Revolution geben, genau in die gegenteilige Richtung. Das Bedürfnis danach mag vielleicht sein, aber das dauert unglaublich lange, wie aus einem solchen Impuls und seiner solchen Einsicht heraus tatsächlich eine Bewegung entsteht. Und meistens hinkt die dem Ganzen auch für ziemlich lange hinterher. Überlegen Sie, jetzt werden Leute in ihrem Alter Professor und die werden das unter den jetzigen Umständen. Und die werden dann noch 20, 25 Jahre Professor sein und die haben keinen großen Grund, das jetzt grundsätzlich anzuzweifeln oder zu ändern. Das heißt also, die Umsetzung des Ganzen findet dann in 20 Jahren oder sowas statt. Das heißt, die Universitäten sind da in ihrer Struktur sehr, sehr langsam. Unter anderem deswegen, weil man ja auch erst unfassbar spät Professor wird normalerweise. Ja? Im Regelfall so um die 40 rum oder sowas. Und dann hat man sich eigentlich geistig schon so totgearbeitet, weil man eben heute anders als früher. Ich meine, wenn man sich guckt, was waren die größten Geisteswissenschaftler, Philosophen der Bundesrepublik Deutschland? Jemand wie Niklas Luhmann hat eine sehr ungewöhnliche, schräge Doktorarbeit vorgelegt, mit der man heute wahrscheinlich nicht mehr promoviert würde. Und die wurde von seinem Doktorvater gleichzeitig auch noch als Habilitation angenommen und im nächsten Jahr war er Professor. Ich meine, dass sowas überhaupt möglich ist, ist doch großartig. Und davor war er Bürokrat. Ja, totaler Bürokrat, ja. Aber ja, er hatte überhaupt nichts, er hatte das Fach ja gar nicht ernsthaft richtig studiert. Und dass sowas überhaupt geht, dass man erkennt, hör mal, der Typ geht gerade von außen und mit dieser Perspektive und so weiter, das ist jetzt wirklich mal spannend. Und das wäre doch so schön, wenn wir aus dieser Formalisierung und so weiter stärker ausbrechen. Ich sage nicht, das müssen wir bei jedem machen. Ja, wir brauchen nach wie vor die gediegenen Philologen und so weiter, die ja dann auch bewiesen haben, dass sie 10 Jahre eine kritische Edition rausgeben können und so. Auch die braucht es. Aber wir brauchen auch sehr, sehr viel mehr Gesellschaftsscouts. Und davon bringen wir viel zu wenig hervor. Für heute Abend nähern wir uns langsam dem Ende der philosophischen Reise. Ich würde aber gerne eine Dialektik mit Herrn Precht heute Abend noch bewegen, weil wir uns ja das philosophische Gespräch heute Abend hier erlauben. Und zwar noch mal auf die Dialektik schauen, der Begriffe Pflicht und Freiheit. Was mir aufgefallen war, Sie sind in die Corona-Diskussion mit einem Buch gestartet von der Pflicht. Und eigentümlicherweise erschien dann auf das Ende der Corona-Maßnahmen und dann kurz nach dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs das Buch Freiheit für alle. Pflicht und Freiheit. In was für einem Spannungsverhältnis befinden wir uns, wenn wir diese beiden Begriffe ausloten, wenn ich daran erinnern darf, dass Sie einerseits zum Beispiel Freiheit für alle veröffentlichen, sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen engagieren und aussprechen, gleichzeitig aber ein soziales Pflichtjahr oder zwei soziale Pflichtjahre in frühen und in späten Jahren befürworten. Also an welcher Stelle brauchen wir in Ihren Augen die Pflicht? An welcher Stelle tut es die Freiheit? Und gibt es dann auch so etwas dazwischen wie eine Selbstverpflichtung, die Pflicht in Freiheit verwandeln könnte? Kurzum, wie spielen Sie mit dieser Ambivalenz von Pflicht und Freiheit? Also es ist eine sehr, sehr gute Frage, weil sie mir die Chance gibt, diese auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinenden Gedanken mal zusammenzudenken. Ich beschäftige mich ja, ich bin mit dem Thema Freiheit für alle beschäftigt, bevor ich das Buch über die Pflicht geschrieben habe. Das habe ich dazwischen geschoben, aus aktuellem Anlass. Mir fiel auf, dass diese Gesellschaft, ich habe mir jetzt mal vorgestellt, das würde jetzt alles mal irgendwann vielleicht mal so passieren. Also wir kommen in das zweite Maschinenzeitalter. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht mehr arbeiten, aber dass sie weniger arbeiten, dass sie selbstbestimmter arbeiten, dass ein nicht unerheblicher Teil der Arbeiten, die keiner machen will, von Maschinen erledigt wird. Nicht alle, so schnell wird das nicht gehen, aber ein ziemlich großer Teil von dem wird machen. Also Klos werden automatisiert geputzt, Hotelzimmer werden von Robotern wieder hergerichtet und so. Das sind alles Dinge, die gehen jetzt schon so zu 3/4, das wird es schon irgendwann geben. In der Fertigung werden nur noch relativ wenig Menschen gebraucht, bei Banken und Versicherungen auch nur noch wenig Menschen, in Verwaltungen auch. Also da passiert ja richtig was. Und dann können die Menschen, das ist das Gute daran, wenn man ein gutes Sozialsystem hätte, das intelligent wäre und ein Steuersystem, das dem angepasst wäre, dann könnten die Menschen deutlich weniger jene Arbeiten machen, die sie nicht gerne machen und deutlich mehr in Bereichen arbeiten, die sie gerne machen. Das ist eine schöne Sache. Dann sind mir zwei Haken aufgefallen. Der eine ist, eine Sinngesellschaft klingt ja toll. Aber in einer Arbeitsgesellschaft keine Arbeit zu haben, ist ja ziemlich blöd. Aber in einer Sinngesellschaft nicht zu wissen, was man kann, was man will und keinen Sinn zu finden, ist noch schlimmer. Also ich glaube, es befreit den Menschen innerlich noch nicht. Ja, und das Zweite ist eigentlich eine bedingungslose Befreiung des Menschen ein erstrebenswertes Ziel. Und da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also Freiheit ist immer dann besonders toll, wenn man keine hat.
Das ist, also ich war mal eine Zeit arbeitslos, ja, und da hatte ich sehr viel Zeit. Eigentlich ein toller Zustand. Aber ehrlich gesagt ist viel Zeit zu haben nur dann gut, wenn man eigentlich was tun müsste. Wenn man sowieso egal ist, was man macht, ist viel Zeit haben irgendwie ganz doof. Und ich habe mir die gleiche Frage gestellt, ob das mit der Freiheit nicht genauso ist. Also sozusagen, ob das Maximum an Freiheit überhaupt ein erstrebenswerter persönlicher und gesellschaftlicher Zustand ist. Und dann habe ich mir überlegt, wie würden Demokratien aussehen, wenn das Maximum an Freiheit erreicht wird? Also wenn jeder nur noch mit seiner Selbstverwirklichung beschäftigt ist. Was wird dann aus dem sozialen Kit einer Gesellschaft? Und darum mache ich mir schon seit einiger Zeit ziemlich lange Gedanken. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, als bei uns die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, abgeschafft ist sie in Deutschland nicht, aber sie ist 2011 ausgesetzt worden, habe ich, der auch mal Zivildienst geleistet hat, ich hätte freiwillig keinen Zivildienst geleistet, obwohl ich aus einem sozial engagierten Elternhaus kam, aber ich hatte so viele andere Dinge, die mich damals beschäftigten. Im Nachhinein finde ich das ziemlich gut, dass ich das gemacht habe, wie die allermeisten, die Zivildienst gemacht haben. Anders als die meisten, die Bund gemacht haben, die gesagt haben, ich wäre froh, dass ich das hinter mich gebracht habe. Aber ist nicht jede sinnvolle Arbeit ziviler Dienst? Dienst an anderen, Dienst für andere? Ja, aber es gibt ja sehr viele Menschen, die kämen damit nie in Berührung. Also mein Sohn müsste nie in seinem Leben was für andere tun. Ja, ja. Müsste nicht. In der Arbeitsteilige Gesellschaft tut er das immer. Und es gibt auch viele Söhne, die werden noch viel hochwohlgeborener als mein Sohn, die müssen das auch nicht tun und Töchter auch. Und dass man einfach mal eine Zeit in seinem Leben, ja, sich in den Dienst der Gesellschaft oder Gemeinschaft stellt, finde ich eigentlich eine richtig gute Idee. Und vor allen Dingen ist es so gut, das ist immer das stärkste Argument für den Militärdienst in der Schweiz, ist quasi der demokratische Gedanke, der dahinter ist. Ja? Also an der Waffe ist quasi jeder gleich, ja, und jeder kommt mit jedem mal in Berührung und die sozialen Schichten durchmischen sich. So wird jedenfalls immer argumentiert. Und das ist dem Grundsatz nach bei jedem sozialen Dienst, den man machen würde, genau dasselbe. Ja? Das heißt also, die Segregation der verschiedenen Milieus, die bei uns massiv zunimmt, ja, die würde hier zumindest für eine Weile aufgebrochen. Gleichzeitig müsste jeder auch mal zeigen, dass er in der Lage ist, im erweiterten Sinne zu dienen. Etwas für andere zu tun, mal seine Ansprüche anzustellen und sich mal jemand anders aufzuopfern. Und ich glaube, dass liberale Demokratien ohne dieses Element nicht dauerhaft bestehen können. Und deswegen hatte ich den Vorschlag gemacht, nicht nur statt des ausgesetzten Wehrdienstes ein soziales Pflichtjahr für alle einzuführen, also für alle nach der Schule, ja, Frauen natürlich genauso wie Männer, sondern was viel, viel spannender und wichtiger ist, beim Eintritt ins Rentenalter. Ja, also im ersten Rentenalter, jetzt nur noch mit der halben Stundenzahl, in einer Tätigkeit der eigenen Wahl. Also etwas, was man sich ausgesucht hat. Ja, also wenn man vorher bei der Bank gearbeitet hat, dann kann man auch zu Unternehmensgründern oder sowas, was übers Kreditwesen oder irgendwas oder über Finanzierungspläne oder all sowas erzählen. Das kann man genauso machen, wie auf der Krebsstation kranken Kindern den Bespaßer machen, ja, oder im Altenheim jemand vorlesen. Je nachdem, wo die eigenen Stärken sind. Viele Männer würden in die Sportvereine gehen und würden sich da nützlich machen. Das ist überhaupt der Bereich, wenn Männer ehrenamtlich engagiert sind, dann normalerweise da. So. Und diejenigen, die das ohnehin schon machen, ja, die können das auch verrechnen lassen, weil die machen das ja. Aber all diejenigen, also wir haben ungefähr ein Drittel in unserer Gesellschaft, die sind im Rentenalter für all diese Sachen, die ich gerade so idealistisch aufgezählt habe, aufgrund von Misanthropie nicht geeignet. Und die können sich auch gerne davon befreien lassen, aber sie müssen sich davon befreien lassen. Ja. Es gibt ein Drittel. Darüber freut sich die Bürokratie. Ja, es gibt ein Drittel, die machen das sowieso. Die machen das sowieso. Aber es gibt ein Drittel dazwischen, denen würde das wahnsinnig gut tun. Die tun das aber nicht, weil die keine Freunde haben, die das tun, weil ihnen das nicht einfällt, weil sie nicht in dem Milieu leben und so. Und wenn wir die da noch dazu bekämen, dann wäre das ein unglaublicher gesellschaftlicher Fortschritt und Vorteil. Ich glaube, das würde unheimlich viel Kitt stiften, weil wenn Sie das mal machen, jetzt in der Kinderkrebsstation als Beispiel den Kindern vorlesen oder dem Bespaßer machen, ich denke da immer so an meinen Schwiegervater, ja, wo ich immer denke, mein Gott, der hat keine Enkelkinder, aber wenn der das machen würde, das wäre sozusagen das Großartigste für ihn, was er sich überhaupt vorstellen kann. Der würde das aber freiwillig nicht machen, der käme nicht auf die Idee. Der das heißt, Selbstverpflichtung, da setzen Sie ein Fragezeichen dahinter. Sie sagen Freiheit von unten, ja. Ja, Selbstverpflichtung haben wir jetzt schon. Die haben wir ja jetzt schon. Und das, die reicht nicht. Ja, also was wir hier machen, ist ja kein autoritär brutaler Zwang. Ich will keinen Menschenfeind dazu zwingen, was Gutes für andere zu tun. Ich will niemanden, der körperlich tot und abgearbeitet ist oder schwer krebskrank, da jetzt unbedingt verpflichten. Also aus gesundheitlichen und psychischen Gründen kann sich jeder befreien lassen. Aber allein der Gedanke,
ja, dass man auf die Rente zugehend sich sagt, da mache ich jetzt erstmal da mein soziales Jahr und so weiter, das würde der Gesellschaft sehr, sehr viel bringen, da bin ich ziemlich sicher. Aber das pflichtenfreudige Mindset, dem stehen Sie positiv geneigt insofern gegenüber, als dass Sie sagen, das Soziale braucht eine Verbindlichkeit in gewissem Sinne von oben. Nur dann kann Freiheit von unten, Freiheit für alle so gedeihen, dass es nicht laissez-faire und Verwahrlosung und Auflösung des sozialen Raumes, des sozialen Kitts von allen bedeutet. Also ich verstehe, dass Sie eigentlich mit der Frage darauf hinausgehen, ob ich nicht im Prinzip ein mieses Menschenbild habe. Weil Sie sich denken, wenn der Staat das nicht macht, Sie sagen, Sie hätten es nicht gemacht, Ihr Sohn würde es nicht machen, deshalb brauchen wir, sagen Sie, bestimmte Rahmenbedingungen, so verstehe ich Sie. Mein Bild des Menschen ist ungefähr so, wie ich mich selbst sehe. Also genauso gut oder mies, ja, für was ich mich selbst halte. Und ich hätte keinen Zivildienst gemacht. So, und ich finde es aber gut, dass ich den gemacht habe. Und ich finde sozusagen die Entpflichtung von allem in einer Sinngesellschaft. Ich meine, jetzt haben wir die Restaurationszeit, aber wir gehen trotzdem immer weiter in diese Sinn. Es gibt ja Kräfte in der Geschichte, die kann man kaum aufhalten, außer durch die Dritten Weltkriege oder was weiß ich was. Das wird weiter fortschreiten. Und je weiter die Freiheit in der Arbeitswelt und in vielen anderen Bereichen fortschreitet, meine ich tatsächlich, brauchen wir ein gewisses Gegengewicht, um so nicht in ein anderes Extrem umzuschlagen. Und wenn wir bestimmte Verpflichtungen auflösen, die vorher mit anderem verbunden waren, ja, mach jede blöde Arbeit, das gibt's dann nicht mehr in der Grundeinkommensgesellschaft, ja. Dann aber tu zweimal in deinem Leben, zwei Jahre von den zukünftig 90 oder 100 Jahren, was für die anderen. Ich finde, das sollten wir probieren. Ich würde wiederum sagen, wenn wir an das Gespräch zu Beginn einmal anknüpfen, dass man da sich fragen könnte, von den Arbeiten, von den Tätigkeiten, die in einer Sinngesellschaft, die im zweiten Maschinenzeitalter überhaupt noch übrig bleiben werden, gibt es da überhaupt welche, die man gut erledigen kann, wenn sie verpflichtend sind, oder bleiben nur diejenigen Tätigkeiten über, die genau jenes Profil haben, wie Sie es ganz zu Anfang beschrieben haben, dass sie Spaß machen, dass man eine Freiheitserfahrung dabei hat und dass wir deshalb nicht gewohnt sind, das heute Arbeit zu nennen, genauso aber die künftige Arbeit aussehen wird und deshalb Freiwilligkeit letztendlich eine Gelingensbedingung künftiger Arbeit sein wird, weil Verpflichtung ihr weniger gut zu Gesicht steht. Ja, könnte man sehr überspitzt so rausdestillieren, glaube, es wird ein bisschen anders kommen, und ich glaube einfach, dass wenn man sich guckt in der digitalen Arbeit, geistige Routinearbeit, haben wir darüber geredet, Arbeit in der Fertigung, auch zum Teil körperliche Routinearbeit wird weniger. Wer profitiert von der digitalen Revolution? Vier Berufsfelder. Das erste ist klar, das ist der gesamte Bereich der Spitzen-IT, da brauchen wir nicht lange darüber zu diskutieren. Der zweite Bereich, der davon profitiert, ist der Bereich des quartären Sektors. Ja, das sind jene höherrangigen bis höchstrangigen Dienstleistungsberufe wie Managementfunktionen und so weiter, die werden nicht durch KI ersetzt. Projektmanagement zum Beispiel, Logistikberufe, Flughafen pünktlich fertig bauen und so, das macht jetzt nicht eine KI für einen, um ein deutsches Beispiel zu nennen. Das dritte, Handwerk. Im Handwerk kann natürlich die Digitalisierung ja sehr viel Zulieferarbeit machen. Ja, aber es kommt nicht in 20 Jahren Roboter zu einem nach Hause, wenn der Heizkessel kaputt ist. Das heißt also auch hier, ja, wird der menschliche Faktor nach wie vor eine große Rolle spielen. Und das ist übrigens ein schöner Nebeneffekt. Das Handwerk wird, hoffe ich, ich bin ja kein Prophet, ne? Ich glaube aber mal dran, im gleichen Maße gesellschaftlich aufsteigen, ja, also der Blue-Color-Worker, wie der White-Color-Worker in den Routineberufen an Bedeutung verliert. Und das wäre auch sehr, sehr schön, wenn das so wäre. Also das Dissen von Handwerksberufen muss ein Ende haben. Ja, dass Eltern sagen, Hauptsache Abitur, ja, und wenn du Fliesenleger wirst, dann weiß ich nicht, was ich den Nachbarn sagen soll. Das muss der Geschichte angehören. Und der vierte Bereich, und darauf bezieht sich das, weil das wird der Bereich sein, in dem in erster Linie das soziale Pflichtjahr gemacht wird, sind Empathieberufe. Man darf ja eins nicht unterscheiden, und da war die Oxford-Studie jetzt nicht so gut drin. Es gibt unglaublich viele Dinge, die man locker automatisieren kann, die aber nicht automatisiert werden, weil die Menschen das nicht akzeptieren. Ja, das allersimpelste Beispiel ist Hotelrezeption. Ja, wenn Sie in Skiurlaub fahren, ja, und Sie kommen da auf so ein wunderbares Skiresort da irgendwo in den Bergen und so weiter, und Sie müssen sich mit dem Roboter einchecken. Vielleicht haben die Japaner da kein Problem mit, aber ich fände das total doof. Ich will, dass da jemand ist, der nach Skiurlaub aussieht, mit roten Wangen und weiß gestärktem Hemd. Ich bin schließlich in der Schweiz. Hoffentlich sitzt hier jetzt kein Japaner. Ja, also ich würde das als absolute Beeinträchtigung meines Naturerlebnisses empfinden, wenn da kein Mensch ist.
Kein natürlicher Schweizer. Das heißt, ich würde da Wert drauf legen, obwohl die Arbeit, also in der Rezeption sind ja häufiger Schweizer. Ich weiß, in der Küche sind keine mehr und die Zimmer machen auch keine Schweizer sauber und so weiter. Das macht ja alles sein. Aber irgendwie so ein bisschen Schweiz-Feeling möchte ich dabei haben, auch was die Menschen anbelangt. So, und das Interessante dabei ist, dass diese Arbeit an der Hotelrezeption, da braucht man nicht mal künstliche Intelligenz für. Also um zu fragen, waren Sie schon mal hier, Personalausweis zeigen, Schlüssel übergeben, fragen, ob man eine gute Anreise hatte und so weiter. Ja, das ist totale Routine. Ja, will ich aber nicht. Ich möchte Empathie. Ich möchte jemand, der mir vorheuchelt, dass er sich freut, dass ich komme. Weil man unterschätzt im Regelfall, ja, wie bedeutend inauthentische Emotionen für unser Wohlbefinden sind. Es gibt nur sehr wenige Situationen, wo es wirklich wichtig ist, ja, ich hoffe in der Beziehung zwischen Ihnen und Ihrer Partnerin und so weiter, dass die Gefühle möglicherweise echt sind. Im ganzen Geschäftsleben, ja, grüßt man freundlich, gibt Leuten die Hand, die man nicht leiden kann und was weiß ich, unser halbes Leben besteht daraus. Und trotzdem ist es immer noch besser, ja, unaufrichtiger Höflichkeit gegenübergesetzt zu sein, ja, als aufrichtiger Unhöflichkeit. Das würden wir niemandem verzeihen. Und deswegen ist ich bevorzuge egal, manchmal auch die letztere. Echt, wirklich. Aber egal, was die Maschinen dann können, mit Effective Computing und Säuselstimmen und individuellem Einstellen und was weiß ich was alles, ja. Diese von Menschen geheuchelte Freundlichkeit ist uns unheimlich wichtig. Letzte Frage für heute Abend. In der Aufzählung der vier Berufsfelder, der vier Tätigkeitsbereiche, die auch im zweiten Maschinenzeitalter überdauern werden oder wichtiger werden, ist da Ihre Tätigkeit, ist da das, was Sie tun, mit beschrieben worden? Oder haben Sie das Profil der Geistesarbeit als fünften Bereich vergessen? Wird es Richard David Precht im zweiten Maschinenzeitalter auch noch geben? Oder werde ich mich dann hier mit der KI unterhalten und das natürliche Gefühl vermissen, dass Sie aufrichtig, unehrlich, freundlich heute Abend zu mir gewesen sind? Ja. Ich bin definitiv kein Handwerker. Ich bin ebenso definitiv kein IT-Nerd und ich bin auch kein Manager. Also fällt das, was ich mache, in den Bereich der Empathieberufe. Was wir hier machen... Geheuchelt oder nicht geheuchelt? Das ist hier die Frage. Zumindest was wir hier machen, ist auf jeden Fall eine Tätigkeit, die selbst wenn Maschinen mal auf das Niveau kommen könnten, was nicht so ganz einfach zu machen ist, weil dieses Niveau hat ja auch einen Random-Faktor. Ja, es ist jetzt sozusagen, dass der Wert dessen, was wir hier gerade miteinander veranstalten, bemisst sich nicht allein nach einem messbaren Erkenntnisgewinn, sondern es ist ein unmerkliches Übergehen von Unterhaltung und Erkenntnis. Und die Unterhaltung, und das ist der Sinn der Übung, trägt zur Erkenntnis bei. Wenn Sie nicht zwischendurch lachen, haben Sie irgendwann keine Lust mehr zuzuhören. Das heißt, das sind sozusagen Dinge, wir machen ja schon so ein bisschen so ein kleines Gesamtkunstwerk-Dings. Das zu programmieren wäre sehr lang und sehr, sehr mühselig und sehr, sehr schwierig. Und außerdem wäre es irgendwann so witzlos. Ja, natürlich gibt es heute in der KI, die wie Mozart komponieren kann und die auch vielleicht zeitgenössische Musik so komponieren kann, dass sie von mehr Leuten gut gefunden wird als jetzt und so weiter. Ja, dann gehen Sie mal in so ein Konzert, dann haben Sie den Witz verstanden, das kann man mittlerweile von Maschinen, dann gehen Sie nicht mehr hin. Weil wenn Sie ins Konzert gehen, bei etwas, was Sie wirklich jetzt komplett ersetzen können, wozu geht man überhaupt noch in Konzert? Warum gehen doch Leute ins Stadion, wenn man sich das Fußballspiel zu Hause angucken kann? Also der Eventcharakter dieser Dinge, und der hängt an Menschen. Sie können einen Roboter-Comedian programmieren und auf die Bühne stellen. Das machen Sie eine Saison lang, dann haben die Leute kapiert, das geht, und dann gehen Sie wieder zu menschlichen Comedians. Ja, am Ende ist es doch den allermeisten, nicht allen Menschen, aber den allermeisten doch irgendwie aus dem gleichen Grund, dass ich sage, selbst Inauthentizität wird in Kauf genommen, solange es menschlich ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Um noch eine kleine Schleife dazu zu machen. Wenn wir über das Programmieren selbstfahrender Autos reden, dann haben wir die interessante Situation, ich könnte ja jetzt lange drüber reden, das wissen Sie, aber ich will jetzt ganz kurz Gespräch. Ich will nur eine Pointe rauskristallisieren. Ja, wenn wir die Autos so weit kriegen könnten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Menschen überfahren, 100-mal unwahrscheinlicher ist, als dass ein Mensch einen Mensch überfährt. Wir würden dem Auto das Überfahren eines Menschen aber 100-mal weniger verzeihen als einem Menschen. Das heißt also, unser Verhältnis zu Maschinen und unser Verhältnis zu Menschen wird sich nicht angleichen. Wir werden da immer einen qualitativen Unterschied drin sehen. Und weil Menschen irgendwo in jedem Menschen auch zum Teil sich selbst sehen. Ja, in den ganzen, all den Unzulänglichkeiten und was auch immer. Selbst die Menschen, die sie hassen, haben immer irgendwas von dem, was sie an sich selbst nicht leiden können. Werden wir den menschlichen Faktor aus all dem nicht rauskürzen. Und deswegen wird es noch genug Tätigkeiten geben, wie die Sie tun und ich. Ich
Ich beginne mein ganz und gar authentisches Schlusswort. Ich freue mich aufrichtig, dass so viele von Ihnen heute den Weg hierher ins Unternehmen Mitte zur Gesprächsreihe UM Politics Talks gefunden haben und dass Sie unserem Gespräch heute hier beigewohnt haben. Ich weise Sie darauf hin, dass wir freundlicherweise von der mit uns kooperierenden Buchhandlung Labyrinth einen Büchertisch bereitgestellt bekommen haben, wo einige Exemplare auch der Titel von Richard David Precht erhältlich sind. Und er steht freundlicherweise dafür zur Verfügung, sie heute Abend auch zu signieren. Seien Sie so frei, sich hier im Café jetzt gleich noch bedienen zu lassen, etwas zu essen, etwas zu trinken. Seien Sie so frei, gerne wiederzukommen zum nächsten Gespräch. Dieses Jahr haben wir ein Schaltjahr. Es gibt dieses Jahr den 29. Februar. Am 29. Februar werde ich mich hier mit dem Philosophen und Mediziner Thomas Fuchs unterhalten. Und wenn Sie das Gespräch von heute Abend noch mal nachhören oder nachsehen wollen, finden Sie es in den sozialen Medien. Ich freue mich, dass Sie heute Abend live mit dabei gewesen sind und ich bedanke mich ganz und gar aufrichtig bei meinem Gast des heutigen Abends, Richard David Precht. Und einen Applaus für einen großartigen Moderator, Gastgeber Philipp Kowtschuk.